da draußen, willkommen zu einem weiteren Der Weg mit Daddy Let's Play. Für alle, die es noch nicht kennen auf meinem Kanal, bei meinen Let's Plays teste ich verschiedene Spiele, die ich im Play Store runtergeladen habe, mit der Altersbeschränkung 0. Auch heute habe ich wieder ein Spiel für euch, nämlich das Drive and Park. Habe ich mich in einer Facebook-Werbung mal wieder verleiten lassen und ich war positiv überrascht. Ich teste die Spiele darauf, ob ihr eure Kinder diese alleine spielen lassen könnt. Nach dem Intro geht's los. Da ist das gute Spiel, der Drive and Park. Vielleicht habt ihr die Facebook-Werbung auch gesehen und euch jetzt durch Zufall da. Ich bin schon bei Level 5 gekommen, also ich verdiene schon ein bisschen Geld. Es geht eigentlich direkt los, wenn man auf den Bildschirm drückt. Für 3,09 Euro könnte ich das Ganze ohne Werbung machen. Ich mache jetzt auch mal den Sound aus. Hier gehen wir mal, wie sonst auch immer, mal auf den Einkaufswagen. Ich kann verschiedene Autos kaufen. Autos zeige ich euch natürlich gleich auch nochmal. Und zwar habt ihr hier unten die Garage. In der Garage seht ihr verschiedene Autos und jedes Mal, wenn ihr richtig mit dem Auto parkt, verdient ihr halt Dollar. Mit den Dollar könnt ihr euch wieder Autos kaufen. So, wir starten einfach mal. So, ihr seht jetzt hier mein gelbes Auto und ihr seht da immer hin und wieder eine Parklücke. Ich muss jetzt im richtigen Moment draufdrücken und parken. So, geschafft. Es ist wirklich komplizierter, als es aussieht, weil es kann auch sowas passieren und dann kommt die Polizei und dann muss man sich schon eine Werbung angucken. Ja, ich mache noch eine Runde für euch. Nein, ich will das bestimmt nicht runterladen. Lass mich in Ruhe. So, da drauf drücken. Wir spielen noch eine Runde. So, natürlich sind die Autos alle unterschiedlich schnell. Das heißt, es ist auch schwer, weil man nicht immer genau auf denselben Knopf drücken muss. Okay, weil es so kurz ist, machen wir noch eine Runde. Es ist wirklich total simpel. Ich finde, für Kinder ist es auf jeden Fall. Also ich weiß, natürlich sollte man seinem Kind nicht beibringen, so zu Auto zu fahren bzw. so zu parken. Das bringe ich meinem Sohn bestimmt nicht so bei. Aber ich finde es, wie gesagt, cool gemacht. Die Werbung ist natürlich ein bisschen ätzend, weil, obwohl gerade war ja jetzt keine Werbung. Also nach jedem zweite, nee, ich möchte nicht keine Werbung gucken. Haben wir gerade drüber gesprochen. In-App-Käufe sind natürlich auch da, aber es gibt auch kein Chatroom. Also ich sag mal, jein, ich würde es mein Kind alleine spielen lassen. So ab 7 bzw. 8 Jahren, denke ich, kann man das bedenkenlos tun. Ja, das war's eigentlich schon von meiner Seite aus. Falls ihr noch andere Spiele habt, die ich mal für euch anzocken sollte, runter in die Kommentare, lasst mir ein Like da. Und ja, das war's eigentlich schon. Und abonnieren nicht vergessen. Ciao.